So, ich möchte noch auf das, auf die Rauschzahl, auf die Zweitor-Rauschzahl und so weiter eingehen und dann auf der Kettenformel dann noch ein bisschen rumreiten. Zunächst mal, also wir haben uns eben so ein bisschen über die Physik unterhalten, aber gerechnet haben wir eigentlich nichts. Was passiert in einem normalen Zweitor? Sie gehen mit irgendeinem gewissen Signal-Rauschabstand rein, wobei die X-Achse hier eigentlich Blödsinn ist, ne? Also die X-Achse können Sie als Zeit oder sowas ansehen, aber macht eigentlich keinen Sinn. So nur grafisch was verdeutlichen. Und Sie kommen mit einer gewissen, also G mal P in, also verstärkten Eingangsleistung raus und auch mit einem verstärkten Rauschen raus, das aber nicht nur um G verstärkt worden ist, sondern hier, ach, nehmen wir mal blau, nee, nehmen wir rot, ist besser, sondern hier auch um ein F. Und dieses F ist eben größer als 1 immer. So, das ist eine phänomenologische Beschreibung und das erfasst das ganz gut. Man kann das F auch ausrechnen, muss nicht nur messen, man kann das F auch ausrechnen mit Simulatoren und netzwerktheoretischen Beschreibungen und so. Und damit wird eben ein rauschbehafteter Zweitor mit G und mit F, also mit Gewinn und mit Rauschzahl beschrieben. Und Rauschzahl. So. Na, wenn wir das jetzt haben und erstmal so glauben, dann können wir das ins Verhältnis setzen und dann sehen wir sofort, dass eben diese Rauschzahl hier sich aus der Verschlechterung des Signalrauschabstandes beschreiben lässt, ne? Also S zu N Signalrauschabstand am Eingang durch Signalrauschabstand zum Ausgang, weil der Signalrauschabstand am Eingang ja immer der größere sein muss. Das ist so ein bisschen schwierig zu merken, ist es vielleicht ein bisschen hakelig, weil plötzlich der Eingang oben steht und der Ausgang unten steht, liegt aber einfach daran, dass hier der Kehrwert genommen wird. So, und wenn man das Ganze dann in Deutsch heißt, dann das Rauschmaß bestimmt, dann würde man einfach hier nur den 10er-Logarithmus mal 10 von F bestimmen und kommt dann eben auf dieses FdB. So, so ist es. Und im Prinzip kann man sich vorstellen, dass so ein rauschbehafteter Zweitor eben so ist, dass man ihn so beschreiben kann, als einen rauschfreien Zweitor und dann alles, was Rauschen war, an den Eingang packt. So. Und wenn man das hat, dann kann man mit ein bisschen Rechnen hier zeigen, dass die Rauschzahl, das Signalrausch oder das Signal, das kürzt sich ja raus. Wenn Sie hier S zu N am Eingang und S zu N am Ausgang haben, dann haben Sie ja Signale am Eingang und Ausgang kürzen sich raus, bis auf eben den Gewinn, der dazwischen ist. Und dann bekommen Sie ziemlich genau drauf, dass eben das Rauschmaß, also F gleich G mal N Rauschen am Eingang plus das Zusatzrauschen, das kommt eben genau von den beiden hier, ne? Da ist, also Sie haben alles an den Eingang im Prinzip projiziert, das sehen Sie auch in dieser Formel, weil es nämlich vor dem G steht oder in der Klammer an dem G steht. Und geteilt wird es eben durch das Rauschen, das Sie am Eingang hatten, das verstärkt wurde, das G kürzt sich dann raus und dann haben Sie eben im Endeffekt diese Formel hier stehen. Upsa, das war jetzt nicht so schön gemacht, weil ich es durchgestrichen habe. Jetzt ist es schöner. So, gut, das ist halt das. Sie könnten sich auch vorstellen, das liegt einfach, das Rauschen kommt einfach daher, das zusätzliche Rauschen kommt einfach daher, dass Sie am Eingang einen Widerstand haben, der eine höhere Temperatur hat. Also er ist einfach geheizt worden. Das können auch ein paar tausend Kelvin sein, was also physikalisch jetzt keinen Sinn macht, weil dann wird er aufglühen, ne? Aber die Vorstellung könnte ja sein, der Eingangswiderstand an dem Ding ist eben deutlich heißer als die Umgebungstemperatur. Und dann können Sie einfach sagen, ich kann mein Rauschen hier beziehen auf eine Rauschtemperatur und kann es beschreiben als die Temperatur, die dieser Widerstand am Eingang eben haben müsste, damit er dieselbe Verschlechterung des Rauschens erzeugen würde. So, und dann haben wir jetzt mehrere verschiedene Beschreibungen hier für das Rauschen, nämlich eben einmal über die Rauschzahl, das F im linearen Maßstab, das Rauschmaß im logarithmischen Maßstab, dieses Zusatzrauschen als so ein bisschen phänomenologische Erklärung und eben das Ganze projiziert auf eine äquivalente Rauschtemperatur am Eingang. Damit werden wir hier nicht arbeiten. Die Antennentechniker machen das sehr gerne. In der Radioastronomie arbeitet man sehr gerne damit. Also es ist schon so, dass man das auch verwendet, diese äquivalente Temperatur. Ich habe davon ein bisschen abgesehen. Okay, wie man das jetzt einzeln ausrechnet und die Korrelationen dazwischen auswertet, ist irgendwie schön. Ich mache es aber nicht,
komme aber dann doch auf eine Gleichung. So, und das ist im Prinzip diese hier, die nämlich hier für so ein Zweitor mit Rauschen gilt. Vielleicht muss ich doch nochmal nach vorne gehen, ein Stückchen, um das mal kurz zu erklären, was da eigentlich passiert ist. Ja. Was passiert ist, sie haben das Rauschen, diese beiden Rauschteile hier, versucht zu beschreiben über effektives Rauschen von einem Widerstand oder einem Leitwert, also wieder oder zwei Widerstände, ne? Einem, den sie der Rauschstromquelle zuordnen, und ein, das ist eben dann der Leitwert, und einem, den sie der Rauschspannungsquelle zuordnen, das ist eben dann der Widerstand. Hat aber mit der, also das ist kein Widerstand, der wirklich da ist und dann rauscht, sondern das ist alles nur so eine Projektion. Also ich projiziere alles Schlimme auf diesen einen Widerstand oder diese beiden Widerstände. Und der ist dann einfach effektiv irgendwie vorhanden, oder er müsste da sein, damit er dieses Rauschen erzeugen konnte. Den hat keiner eingelötet, also den können Sie nicht suchen in dem Sinne, ne? Damit das klar ist. Aber man kann ihn als Beschreibung eben ganz gut verwenden. Wenn es nämlich so ist, dann kommt raus, dass die Rauschzahl eben genau so diese ist. So, was steckt da jetzt alles drin? Da stecken einmal die Dinge drin, die wir schon gekannt haben und reingesteckt haben, also wo alles Böse reingepackt wurde. Das sind hier die Rauschwiderstände am Eingang und Ausgang. Am Eingang RU, GE, effektive Rausch, Widerstände, Leitwert. Und dann haben wir hier in Blau, da, ups, und da, und da. Da haben wir die Impedanz der Quelle. Da taucht sie wieder auf. Also wie ist die Anpassung am Eingang? Oder wie ist das Ding beschaltet am Eingang? Und dann haben wir hier noch Korrelationskoeffizienten. Na, die machen wir mal in grün. Hier und hier, das sind einfach nur Korrelationskoeffizienten. Nee, ich wollte noch das andere in Blau, wollte ich noch, habe ich noch was vergessen, da ist noch einer in Blau. So, das liegt einfach daran, dass ja diese Rauschspannungsquelle und die Rauschstromquelle miteinander verbunden sein können. Das heißt, wenn die eine viel rauscht, dann rauscht die andere auch, und wenn die andere wenig und so weiter. Nicht? Also die müssen ja nicht völlig unabhängige Widerstände voneinander sein. Nicht? So, die können ja voneinander wissen, gerade wenn es chemisch Rotrauschen ist. Na gut, also was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt das Rauschen minimieren. Und wenn wir das tun, dann müssen wir, das ist genauso wie mit der Leistungsanpassung, nicht? Da haben wir immer geguckt, was muss man denn da anschließen, damit die Leistung maximal wird. In diesem Fall wollen wir das Rauschen minimal machen. Also was muss man jetzt anschließen? RSXS, damit das Rauschen minimal wird. Naja, und dann kommen wir eben auf diese beiden Bedingungen hier. Das ist das Übliche, das rechnen wir aus den Ableitungen und so weiter und so fort. Und kommen auf diese Ergebnisse hier. Da, RM. Und wieso heißt denn das plötzlich RM? Und das XM hätte ich hinschreiben sollen. Da, das ist, taucht hier oben, das steht da ja sogar. Das taucht hier auf, also für das Minimum. Wenn ich also am Eingang, den Eingang so aufbaue, dass der Verstärker eben genau dieses RM und XM sieht, also die Impedanz RM plus JXM, dann zeigt er minimales Rauschen. Das ist nicht der gleiche Fall. Es mag einen Zufall geben, wo das so ist. Eigentlich ist das ausgeschlossen. Das ist nicht das gleiche wie Leistungsanpassung. Die Bedingungen sehen anders aus. Die Formeln sehen hier auch anders aus, wie man leicht sieht.
So. Naja, und jetzt können wir noch gucken, wie groß ist denn dann das Rauschen, vor allen Dingen, wenn ich etwas abweiche. Ich kann einmal das minimale Rauschen mir anrechnen, das habe ich auf dieser Seite schon gemacht, müsste ich eigentlich gemacht haben. Nee, habe ich nicht. Ich setz es ein. Und dann kann ich ausrechnen, wie groß F ist. Und da taucht jetzt noch wieder dieser Begriff hier auf. Da taucht zum einen natürlich auf, das, was wir eben ausgerechnet haben, die minimalen Dinge. Dann taucht das Reale auf hier. Also so, machen wir es mal in grün, blau. Optimale Impedanz. Real vorhandene Impedanz. Genau. Ja, und dieses hier ist noch 1 durch ein Rauschwiderstand. Und der beschreibt letztlich ein Maß dafür, wie sehr sich das Rauschen verschlechtert, wenn ich vom optimalen Punkt abweiche. So, lesen kann man es wahrscheinlich nicht, ne? Irgendwie muss ich das üben, auf dem Ding zu schreiben. Die Reibung ist aber viel zu gering. Die Hand liegt irgendwie blöd auf und so, aber das ist auch eine doofe Entschuldigung. Ich kann gar nicht schreiben. Habe zwar Lesekompetenz, aber keine Schreibkompetenz. Jetzt gucken wir mal, spaßeshalber, wir könnten auch ins Datenblatt gucken, aber wir gucken mal hier in den da. Wir gucken einfach mal, indem Sie hier auf Bearbeiten drücken, was wir in diesem Parameter-File finden. Und da scrollen wir und scrollen wir und gucken mal, was da steht. Hier unten im unteren Bereich, da finden Sie nämlich gerade genau dieses Gamma-Opt. Also Sie wissen ja, man kann jede Impedanz auch ausdrücken als Reflexionsfaktor, ne? Also was Sie dazwischen brauchen, ist das Smith-Diagramm, um das einfach grafisch umzurechnen oder eben diese eine Formel da, ne? Z minus Z0 durch Z plus Z0. Fertig oder umgekehrt. Ne, Z0, Z minus Z0, genau so. Also das kann man so oder so machen. Sie finden hier das minimale Rauschen, das ist das FM, das ich da eben hingeschrieben hatte. Und Sie finden hier diesen RN, bezogen auf 50 Ohm. So, alles da. Das findet man allerdings nur für relativ wenige Frequenzpunkte hier, weil sich das wohl nicht so sonderlich ändert. Wenn Sie mal gucken, was hier so an Änderungen vorliegen, dann gehen wir hier zum Beispiel von 0,9 auf 1,9 GHz. Das ist für die wichtigen Punkte rausgegriffen. Ändert sich das Ganze hier von 1,61 auf 1,71 dB. Das ist über den Bereich von einem Gigahertz eben um 0,1 dB eine Änderung. Und auch der Reflexionsfaktor ändert sich hier um 0,04 und die Phase jetzt sich auch nicht so dramatisch, ne? Um so ein paar Grad und auch das RN wird ein bisschen anders. Also ist nicht so, dass sich dieser Rauschpunkt jetzt, das Rauschverhalten jetzt so gigantisch ändert. Es ist ein bisschen anders, aber es ist nicht so tragisch. So, was kann man damit tun? Was muss man damit tun? Ich mache mal noch in der Vorlesung weiter. Man könnte nämlich, das machen wir dann lieber das nächste Mal, könnte jetzt nämlich noch ein bisschen rauschen. Damit simulieren, die haben alles, das, was wir dafür brauchen. Ich möchte aber erst noch darauf eingehen, wie kriegt man das?
Rauschtemperatur brauchen wir nicht wirklich, ne? Das habe ich im Prinzip gesagt hier. Dass man natürlich jetzt sagen kann, man hat alles, man fügt alles Böse jetzt der Temperatur zu. Die Umrechnung dafür lassen wir auch mal weg. Was mir ein bisschen wichtig ist, ist, wie kriege ich das hin mit dem, wie messe ich das Rauschen? Der typische Variante ist, mit der Y-Faktor-Methode zu arbeiten. Das heißt, Sie haben zwei Rauschquellen, die also im Prinzip modelliert sind als zwei Widerstände mit unterschiedlicher Temperatur. Das ist in der Regel kein Widerstand, der geheizt wird oder weniger geheizt wird auf der linken Seite, sondern das ist in der Regel eine Diode, die in einem Bereich betrieben wird, wo sie kräftig rauscht. Ist aber gerade egal. Nicht? Also das Modell ist aber, man nimmt hier einen Widerstand an, dem man einen Widerstand zuordnet. Und man könnte bei der Diode ja auch sagen, hey du Diode im Kleinsignalbereich, verhältst du dich wie Widerstand? Das ist ja so, kleinsignalmäßig. Das sagt Ihnen was, ne? Alles, ja. Und wenn du dann so rauschst, dann bist du eben wie ein Widerstand mit dem und dem Wert und der Temperatur. Das kann man schon hinkriegen. Jetzt schaltet man dazwischen um und im Prinzip guckt man, wie viel Leistung jetzt am Ende rauskommt hier und wie viel man da misst. Dieses R ist hier ein Powermeter. Je nachdem, was für Rauschzahlen man messen möchte, hat man hier unterschiedliche Größenordnungen für die Temperaturen und kommt eben mit ein bisschen Rumrechnen auf diesen Faktor Y. Der ist eben, die Temperatur muss man kennen. Der wird hier eben darüber definiert und dann kommen Sie auf das TE. Und das ist eben genau die Exzess-Rauschtemperatur hier für diesen Vierpol. Und die lässt sich 1:1 umrechnen mit der Formel davor auf die Rauschzahl. Da ist er da. Und T ist die Umgebungstemperatur, die Bezugstemperatur. Diese eine Randbedingung musste ich gerade drüber nachdenken, warum habe ich die da hingeschrieben? Man könnte jetzt natürlich auch einfach sagen, oh, nimmst du Spektrumanalysator? Speccy nimmt man eben da einen Verstärker und an den Verstärker gibt man einmal ein rauschartiges Signal, kann man ja auch elektronisch erzeugen oder so. Stärke 1 und dann Stärke 2 und dann guckt man, was der Spektrumanalysator daraus macht. Spektrumanalysatoren sind typischerweise, wenn man sie nicht sehr sorgfältig auswählt und speziell auswählt, sehr rauschbehaftet. Also man glaubt ja alles, ein teures Messgerät und was teuer ist, rauscht nicht. Ne? Das ist so der Glaube. Das ist falsch. Spektrumanalysatoren sind deswegen relativ rauschbehaftet, weil sie keinen Verstärker am Eingang haben. Typischerweise. Als allererstes haben die sogar ein Dämpfungsglied. Müssen wir mal ausrechnen, was ist die Rauschzahl eines Dämpfungsgliedes? dB Dämpfungsglied, wie ist die Rauschzahl? Also man kann es sehr einfach abschätzen, man hat dann nicht die genaue Zahl, aber für die 10 dB passt das ganz gut. Also für ein 1,5 dB Dämpfungsglied würde ich das jetzt nicht so, kann man das dann nicht unbedingt so verwenden. Na, was haben wir denn? Es kommt ein Signal rein, ne? Also S kommt rein und geht als, ich nenne es mal D, geht als D mal S wieder raus. Richtig? D ist die Dämpfung oder die Verstärkung von dem Ding. D, Z-Punkt B, zum Beispiel D gleich 0,1. Also gibst du 1 Mikrowatt, kommt 100 Nanowatt raus. Typisches 1 zu 10, also 10 dB Dämpfungsglied. Ne? So, was passiert mit dem Rauschen? N? N in? Wird ebenso zu D mal N in am Ausgang. Hat sich jetzt nichts getan am Signal-Rausch-Verhältnis. Ne? Wenn ich die beiden Dinger jetzt wieder ins Verhältnis setze, die am Ausgang sind, dann habe ich D zu S durch D zu N in bleibt. S, also D geht weg, ist also S zu N in nichts passiert. Was ist aber passiert?
und sich das Ding mal angucken hier, systemtheoretisch, dann geht es jetzt hier in das nächste Teil, meinetwegen Verstärker. Hier haben Sie thermisches Rauschen. Hier kommt dann weniger thermisches. Mann! Ich fange an zu weinen. So, da kommt erstmal scheinbar so viel wie nur raus, ne? Das ist aber falsch, weil das der thermische Rauschteppich, der bleibt auf der Vorderseite. Ne, das ist genau diese Kante. Ich lege da meine Hand blöde drauf. Der kommt auf der Vorderseite, der ist genauso hoch vorne wie hinten, weil das nämlich nur die Widerstände sind. Und Sie haben vorne einen 50 Ohm Widerstand mit 300 Kelvin und Sie haben hinten 50 Ohm Widerstand mit 300 Kelvin. Der bleibt gleich. So, das, was also jetzt passiert ist, ist, dass das Signal runtergegangen ist, das Rauschen aber, wenn die Dämpfung groß genug war, gleich geblieben ist. Das heißt also, die Rauschzahl, also die Verschlechterung des S zu N oder SNR ist jetzt dieses Stückchen hier. Und das ist genau die Dämpfung, ne? F ist gleich 1 durch D. Also ein 10 dB Dämpfungsglied hat eine Rauschzahl von 10 dB. So, Punkt. Plus so ein bisschen was, weil ja das Rauschen vorher noch da war, ne? Also das am Eingang. Aber das ist bei Faktor 10, vergiss es. Das spielt dann eine Rolle, wie gesagt, wenn Sie ein 1 dB Dämpfungsglied haben und so, dann müssen Sie sich darüber Gedanken machen. Aber im Großen und Ganzen kann man sich merken, weil ein 10 dB Dämpfungsglied dämpft um 10 dB, dämpft um 10 dB und rauscht, hat eine Rauschzahl von 10 dB und ein 20 dB, 20 dB. So. Wenn Sie jetzt also, Sie haben ja im Speck schon mal gesessen, ne, im Spektrumanalysator jetzt am Eingang da so ein Dämpfungsglied einstellen, dann stellen Sie da ein 10, 20, 50, 60, 70 dB Dämpfungsglied ein. Das heißt, das ganze System, das Sie da haben, hat eine Rauschzahl von 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dB. Und das ist völlig unabhängig davon, wie viel Geld Sie dafür investiert haben. Kommt hinzu, das Ding soll breitbandig sein. Verstärker sind schmalbandig, also der Ungelenke, den wir gebaut haben, ist sehr schmalbandig. Man kann die schon breitbandiger machen, als wir das getan haben, ne? Aber sie sind nicht inhärent richtig so von 0 bis 27 GHz oder so, ne? Also jagt man das Signal, und man will ja auch zum Teil auch große Signale messen, also jagt man das Signal als allererstes auf eine Diode, auf einen Mischer, und der Mischer macht das auch erstmal gedämpft, das Signal. Also ist die Rauschzahl eines Spektrumanalysators eher mies. Früher war sie so bei 20 dB, also auch ohne Dämpfungsglied. Und mittlerweile sind wir im einstelligen dB-Bereich dann schon, vielleicht bei 5 oder so, nicht? Aber die Rauschzahl eines Speckis ist böse, ist blöd. So, warum erzähle ich das? Wenn Sie jetzt anfangen, mit einem einfachen Spektrumanalysator Rauschen messen zu wollen von einem Verstärker, dann sehen Sie das Rauschen des Spektrumanalysators und nicht das Rauschen von Ihrem Verstärker. So, also brauchen Sie entweder ein spezielles Messinstrument oder Sie müssen die Rauschzahl des Speckis verbessern. Wie macht man das? Führt mich nahtlos über auf die Kettenformel. Nehmen wir mal an, wir haben 2, 4 Pole oder 2 Tore, was das gleiche ist, die Sie miteinander verketten, so hintereinander schalten. 2 Verstärker beispielsweise. Suppenkoma? Sie haben doch gar keine Suppe gegessen, oder doch? Suppenkoma? Oh. Also, für einen Verstärker ist das relativ klar. Der erste hat Gewinn G1, der zweite hat Gewinn G2. Wenn Sie ihn ersetzen wollen durch einen gleichwertigen, einstufigen Verstärker, würden Sie G1 mal G2 als Verstärkung wählen. So, fertig, haben Sie das Äquivalent. Bei der Rauschzahl, der erste hat F1, der andere F2. Ja, was jetzt? Also, man könnte natürlich immer tippen, multiplizieren wir, ist aber nicht so. Wenn Sie sich überlegen, was kommt am zweiten raus, oder am Ende raus, dann ist das hier F1,2, also insgesamt mal G1, G2, das hatten wir schon, mal KTB. Das ist halt die Rauschleistung, die da vom Rausch, vom Eingang kam. So, was kommt vom ersten Zweitor an dem Ausgang des zweiten Zweitors an? Also was hat der gemacht und kam dann da an? Ja, also natürlich ging es durch und nicht rausrum. So, das ist natürlich hier das F1 mal G1. Das ist ja das, was von dem anderen kam. Und dann ist das noch um den zweiten verstärkt worden mit G2, KTB. So, was bringt jetzt noch F2 dazu? Also F2
der hat eben hier, also G2 mal KTB ist klar. Dann F2, aber wir müssen einmal das G2 KTB abziehen, weil das kam ja schon am Eingang da. Das bringt er jetzt noch zusätzlich dazu. So, wenn wir das jetzt zusammen addieren, was am Ende ankommt, also dieses N2 und dann ein bisschen rumrechnen, kommen wir genau darauf, dass das also hier dieses KTB mal G1, G2 ist, was am Eingang, was von vornherein schon thermisch an den Eingang überhaupt kam. Und das ist das, was die beiden da dazufügen. So, was will uns diese Formel jetzt sagen? Steht das auf der nächsten? Der steht unten drunter. Da. Na. So, was will uns das sagen? Das heißt, die Gesamtersatzrauschzahl besteht aus F1. Okay. F2 minus F1 macht schon mal F2 kleiner. Alles natürlich im linearen Maßstab. Durch G1. Das heißt, wenn ich am Anfang etwas habe, was ein G1 größer als 1 hat, ist, dann wird dieser zweite Teil, also der Anteil der vom zweiten 4-Pol kam, nochmal deutlich runtergedrückt. Heißt mit anderen Worten, wenn ich am Eingang einen Verstärker habe, die erste Stufe ist entscheidend. Auch andersrum, wenn ich da jetzt am Eingang ein Dämpfungsglied habe oder einen Mischer wie bei Spektrumanalysatoren und das Ganze hat ein Dämpfungsglied, also ein G1 von kleiner als 1, dann geht der zweite Anteil hoch, liegt aber auch wieder am ersten. Also weil der erste halt so mies ist, ne, also nicht verstärkt, deswegen geht die Rauschzahl hoch. Das heißt, die erste Stufe ist entscheidend. Ich glaube, das ist das, was man sich merken muss. Die Formel kann man im Notfall vielleicht nicht unbedingt in der Klausur, da hat man sie in der Formelsammlung stehen, aber die Formel könnte man im Notfall noch mal irgendwo googeln oder nachschlagen oder so, aber man muss eben wirklich wissen, wie die Zusammenhänge sind. Ne? Ich muss zusehen, dass ich so früh wie möglich rauscharm verstärke. Das ist eigentlich die Regel für solche Empfangssysteme. Kann ich nicht immer. Ich muss irgendwie erstmal aufpassen, dass ich überhaupt nur die Signale habe, die ich auch wirklich verstärken muss und nicht noch gestört werde von irgendwem anders. Ne? Weil stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwo eine GSM-Basisstation, im, was weiß ich, Highband, also so bei 1,8 GHz und daneben ist UMTS. Und das UMTS-Signal, das bläst Ihnen da mit ein paar Watt rein in die Antenne. Dann müssen Sie das erstmal loswerden, weil Sie anfangen, wenn Sie nämlich anfangen, das mitzuverstärken und das richtig laut ist, wenn Sie das mitverstärken, dann nutzt Ihnen das ganze Rauschen nichts, weil Sie das nicht mehr loswerden, weil Sie Ihren Verstärker sofort übersteuern und damit im Prinzip erblinden. Oder man nennt das Blocking, ne? Also den Verstärker blockieren. Der kann dann einfach nicht mehr verstärken, weil die gesamte Energie in ein Signal geht, das Sie gar nicht haben wollen. Also müssen Sie dieses Signal, das Sie nicht haben wollen, erstmal loswerden. So, ein Filter ist aber dummerweise passiv und macht kleiner das Signal. Also nicht nur was weg, was Sie stört, das ist das, was Sie wollen, aber es macht auch das Signal kleiner. Um 1, 2, 3 dB. Das haut Ihnen da gleich wieder rein. Da es im Prinzip ein Dämpfungsglied ist, zwar ein frequenzselektives, aber ein Dämpfungsglied ist ein Verstärker, rauscht er auch erstmal genau so, wie er eben dämpft, also um seine 1, 2, 3 dB. Und dann macht er auch nochmal das Ganze da schlechter. Ist ein notwendiges Übel, müssen Sie halt durch. Selber machen oder Vorlesung? Was haben Sie, wollen Sie mehr Lust zu jetzt? Also soll ich noch ein bisschen Vorlesung erzählen? Oder soll ich, wollen Sie lieber in QX was ausprobieren? Also erzähl noch eine halbe Stunde. Was? So, Nichtlinearitäten. Wir kommen jetzt am anderen Ende an. Bislang haben wir ja davon gesprochen, das Ding ist linear. Also wir haben auf zauberhafte Art und Weise irgendwo die S-Parameter her. Die hat uns der Infineon gemessen in diesem Fall. Das Rauschen auch. Ums Rauschen haben wir uns jetzt ein bisschen Gedanken gemacht. Aber Rauschen oder Signal, Rauschverhältnis spielt hier nur dann eine Rolle, wenn das Signal klein ist. Wenn das Signal klein ist, kann man in der Regel davon ausgehen, dass der Verstärker auch linear funktioniert. So. Man hat aber auch die andere Seite. Nämlich, dass Sie einfach mal aus dem Handy, aus der Basisstation, aus der Rundfunkanstalt oder so Energie rauskriegen wollen, also hohe Leistungen rauskriegen wollen. Jetzt immer dann, weiß nicht, ob Sie darüber aufgeklärt worden sind, wenn Sie
einen Verstärker wirklich als Kleinsignalverstärker betreiben und sich dann die Leistungsbilanz angucken, dann muss ja das Kleinsignal immer klein sein gegenüber dem, was da gleichspannungsmäßig reingeht. Ne? Stellen wir uns mal vor, wir wollen da 100 Watt aus dem Ding rauskriegen und die 100 Watt soll ein Kleinsignal sein, dann muss natürlich so eine Spannungsquelle, ich weiß nicht, 100 Watt an 50 Ohm, rechnen wir gerade aus, wie viel das ist, was für ein Spannungsbuch, kriegen wir das hin? 100 Watt an 50 Ohm. Ja. Was für eine Spannung ich dann habe. Mhm. Wurzel aus 5000, ne? Das sind 70 Volt. Stimmt? Ja, 70 Volt effektiv, macht so um die 100 Spitze. So, und das soll ein Kleinsignal sein. Das heißt, Sie müssten diesen Verstärker dann vielleicht mit 1000 Volt betreiben oder so. Also mal so theoretisch. Genau, Sie, ne, Sie runzeln die Stirn und das nicht ganz ohne Grund. Also das geht so nicht. Also das ist der eine Grund, warum das nicht so klasse ist. Der andere Grund ist, dass Sie das leistungsbilanztechnisch natürlich gar nicht richtig funktioniert. Ne? Diese 1000 Volt, mal angenommen, Sie könnten ja, die könnten Sie an einen Transistor anlegen und der würde dann Sinnvolles damit tun. Na, die verursachen ja auch irgendwo in dem Transistor da einen Stromfluss bei dem Gleichstrom. Was für einen Strom müssten wir haben? 100 durch 50, 20, Wurzel 20. Wurzel 20 ist so 4,5. Ne? Das heißt, es sind so 4,5 Ampere, die da auch fließen. Auch das soll klein sein. Da müssen wir vielleicht so 40 Ampere haben. Das heißt, wir müssen so 40, 50 kW elektrische so DC-Leistung an das Ding anlegen, um 100 Watt rauszukriegen. Sie können sich vorstellen, dass das irgendwie keiner so gern mag. Ne? Also es wird dann schon irgendwie ein bisschen heiß alles. So, also die Effizienz geht auch völlig in die Knie. Also es ist keine Lösung. So, also mit kleinen Signalverstärkern können Sie keine hohen Leistungen erzeugen. Man wird es auch nicht sinnvoll versuchen und diese Überlegungen, die ich gemacht habe, sind natürlich auch vom Zahlenwert her absurd. So, also muss man also einen Verstärker, wenn man große Leistung rauskriegen will, auch richtig ausnutzen und dann muss man eben den Kleinsignalbetrieb verlassen und dann bewegt man sich eben in anderen Regionen. So. Ja, was zieht das aber nach sich? Das zieht natürlich nach sich, dass die ganzen Beschreibungen nicht mehr linear sind, sondern dass wir nicht Linearitäten betrachten müssen. Das tun wir dann noch einfach mal. So. Lineare Verstärker haben wir gehabt, da können wir schnell drüber hinweggehen. Wir werden auch das nächste Mal noch ein bisschen uns ums Rauschen kümmern. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was denn passiert, wenn ich Spannung und Strom an irgendein nicht-lineares Element gebe. Das wird beschrieben über so eine Taylor-Reihe. Hier, also der Strom ist I0, das ist irgendwie der Gleichanteil, der kommt von irgendwo her, das spielt auch keine Rolle. Plus irgendwas Lineares, das wäre jetzt hier ein Leitwert von der Einheit her. Plus irgendwas Quadratisches, plus irgendwas so irgendwas Kubisches, bla 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 und so weiter. Das können Sie bis zum siebten Lied hochziehen, wie Sie wollen. Ne? Und da tue ich mal zwei Frequenzen drauf. Ich kann das auch mit einer machen, aber dann sieht man nicht so richtig schön, was eigentlich das Problem dabei ist. Also gebe ich zwei Frequenzsignal drauf, hier mit nicht zu unterschiedlichen Frequenzen Omega 1 und Omega 2. Und den Widerstand setze ich einfach mal auf 0. Ich will ja nur sehen, was dabei rauskommt. So, und dann fange ich eben einfach mal an, diese Potenzreihe auszuwählen. Dann habe ich den quadratischen Anteil. Der liefert mir dann schon einmal hier doppeltes Omega, zweimal Omega 1, zweimal Omega 2 und dann hier die Summen und die Differenzfrequenz. Soweit so schön. Ich nehme den kubischen Anteil. Der liefert mir das Dreifache. Dann zweimal das eine plus das andere, das ist das hier. Einmal das eine, mal das andere. Dann liefert der mir Anteile mit den Differenzen, also zweimal das eine, zweimal das minus einmal das andere. Und dann liefert der mir noch sowas mit den einfachen Frequenzen hier. So, wenn ich diesen ganzen Zoo von Linien jetzt mal aufmale, Frequenzlinien, dann hätte ich genau sowas hier dabei rausgekriegt. Ne, das ist das, was ich will. Und alles andere entsteht. Hier habe ich das Quadratische. Hier habe ich was am Kubischen. Hier habe ich was Kubisches. Und darauf hatte ich nicht geachtet. Hier habe ich noch was Quadratisches, das da.
So, den linearen Anteil habe ich erstmal weggelassen. Jo, was ist jetzt ein Problem? Oder ist da irgendetwas ein Problem? Naja, typischerweise sind das, dieses hier zwei benachbarte Kanäle. Der und der. Und typischerweise besteht ein System nicht nur aus zwei Kanälen, sondern aus mehreren. Und im gleichen Abstand sind die normalerweise. Und das hier sind dann eben auch Nachbarkanäle. Und ein paar meiner Störaussendungen sind genau im Nachbarkanal. Ich könnte jetzt einen Ausgangsfilter nehmen, aber die Filterkurve eines Ausgangsfilters sieht immer so aus, dass es das gesamte Band im Prinzip durchlässt. Und dann sind die Störanteile dabei und das hier dann wegmacht. So, heißt also mit anderen Worten, dieses hier, die da nerven, die beiden. Also alle anderen kann ich irgendwie wegfiltern, den doppelten und den kubischen, die, vielleicht will ich sie haben oder so, aber eigentlich kann ich sie wegfiltern. Wie sieht das im Zeitbereich aus? Kann ich mir auch noch gerade angucken. Das blaue hier auf der linken Seite ist mein Eingangssignal gewesen. Das habe ich jetzt mal erhöht von 1,2 auf 3 Volt. Und ich habe eine Kennlinie, die ist hier, hat hier nur das kubische Glied, weil eigentlich nur das kubische mich ernsthaft interessiert. Und ich wollte jetzt irgendwie nicht da noch so Dinge dabei haben, die ich dann hinterher wieder wegdiskutieren muss. Das hätte eine lineare Verstärkung von Wurzel 10, macht als Leistungsverstärkung gerade 10, deswegen habe ich das genommen. Minus jetzt irgendwie einen kubischen Anteil von 0,2 mal U hoch 3 U in. Einheiten hätte man auch hinschreiben können, ja. Warum negativ? Weil das meist eine Sättigung ist. Also die Kurve ist, geht ja, die Verstärkungskurve geht ja eher so, als dass sie so nach oben weggeht. Ne? Deswegen das. Und wenn Sie sich dann angucken, wie die Ausgangsleistungen aussehen, dann haben Sie, gut, das hier ist ungefähr 3. Warum schreibe ich immer in der Ecke, ey? So, dann sehen Sie, dass aus dem 1 Volt, wenn Sie ganz genau hingucken, dann sehen Sie hier, gerade unter dem Pfeil hier an der Stelle, da sehen Sie ein bisschen was Rotes da. So, jetzt sehen Sie gar nichts mehr Rotes. Das ist nichts weiter als das verstärkte 1 Volt Signal. Aus dem 2 Volt Signal wird dann dieses, ja, gerunde. Sie erkennen schon, dass das kein Sinus mehr ist, glaube ich. Ne? Aber so richtig nicht, ja, sieht es auch noch nicht aus. Und wenn Sie dann das 3-Volt-Signal sehen, dann gibt es sogar so einen Dip nach unten. Ne? Also dann klappt sogar die Spitze runter. Das ziehe ich jetzt einfach auch so ein bisschen an dem Artefakt, weil ich jetzt also fünfte Glieder und siebte Glieder und so vernachlässigt habe. Wenn ich die dazu packen würde, dann würde es vielleicht einfach nur flach werden. Ne? Aber jetzt mit meinem dritten Glied hier ist es dann eben nach unten geklappt sogar. Jo. Naja, und dann könnte ich jetzt hergehen und könnte das wegfiltern. Das ist auch nur ein Einfrequenzsignal. Mit zwei Frequenzsignalen habe ich das nicht gemacht. Da sieht es dann natürlich noch chaotischer aus. Ne? Kommt aber gleich auch noch. Jo, und dann kommt eben genau dieses hier raus. Generell gibt es hier eben die Ordnung. Wird eben definiert, indem Sie das M und das N miteinander addieren. Und zwar die Beträge davon. Was ist M und N? Genau das, was Sie hier sehen, das wäre M beispielsweise und die 1, die da nicht steht, wäre N. Das heißt also, das hier ist dritter Ordnung, diese Geschichte ist dritter Ordnung. Hier ist es offensichtlich dritter Ordnung. Das ist hier auch dritter Ordnung, das sieht man nicht. Hier ist es nämlich 1 plus 1 minus 1, macht dann auch wieder 1. Und wenn Sie die alle addieren würden, wäre dieser Beitrag dann eben auch dritter Ordnung. Sie sehen es aber hier an den Potenzen, ne? Da und an der 1, die da nicht steht. Okay, wie äußert sich das und wie kann man es beschreiben? Wenn Sie jetzt mal so einen Versuch machen, ich weiß gar nicht, haben wir den beim Spektrumanalysator drin? Nee, leider nicht. Ne? Also könnte man ja tun. Logarithmisch aufgetragen, beide Richtungen, also P-in und P-out. Sie geben eben eine gewisse Leistung rein, meinetwegen minus 20 dB, haben Verstärker mit 10 dB Gewinn, das ist genau der mit Wurzel 10. Dann ist der Gewinn 10, das sehen Sie an der türkisen Linie, und dann kommt eben, wenn Sie minus 20 reingeben, minus 10 raus. So, fertig. Geben Sie minus 15 rein, kommt minus 5 raus.
minus 10, 0 und so weiter und so fort. Und Sie könnten das fortsetzen bis Ultimo, geben Sie 100 dBm rein, kommen 110 raus. Nee, das wird ja nicht so, ne? Wenn Sie mal ausrechnen, was 100 dBm sind, dann kriegen Sie Angst davor. So, sondern was passiert, dass es irgendwann in die Sättigung geht, es also zur Kompression kommt, das ist hier gezeigt, die Linie abflacht und dann passiert noch was. Dann kommen nämlich sogenannte Intermodulationsprodukte hoch. Also es kommt hier eine Linie bei der zweiten Oberwelle mit hoch. Das ist die quadratische hier. Oder es beginnen eben dann, entweder Sie haben ein Einfrequenzsignal, dann ist es bei der dreifachen Frequenz oder eben bei den in den Nachbarkanälen, wie ich das eben auf dem Bild gezeigt habe hier, also das Ding hier, ne, kommt beispielsweise dieses Signal hoch. Halt, falsche Richtung gehe ich. Warum tue ich das? So. Kommt das Signal hoch, das hier in Rot gezeigt ist. Das Spannende daran ist, da tauchen ja die Eingangsspannungen quadratisch auf oder kubisch, je nachdem, welcher Ordnung das Ding ist. Das heißt also, die steigen jetzt eben auch mit der quadratischen Frequenz, also quadratisch oder kubisch an, was im logarithmischen Maßstab eben ist, mit der Steigung 2 für quadratisch oder mit der Steigung 3 für kubisch. Und genau das sieht man hier, die fangen ziemlich weit unten an, weil im linearen Betrieb sind die ja gar nicht da. Sobald die Leistung hochgeht, wächst das. Und dann wachsen die hier eben mit der Steigung 3. Der grüne mit der Steigung 2. Und der blaue Steigung 1. So, ich habe noch in Türkis gezeigt, wie die Kompression sich auswirkt. Okay, so, Kompression lasse ich außer, ist nicht in Jahr, auch nicht in Jahr in dieser Kurve zu beschreiben, kann ich so ohne weiteres nicht erfassen. Ich gehe einfach davon aus, dass auch der lineare Anteil, also das, was ich eigentlich haben möchte, weiterhin linear mit Steigung 1 ansteigt. Und dann ergibt sich diese gestrichelte Linie hier. Naja, und meist interessiert mich eben der kubische Anteil, also Intermodulationsprodukt dritter Ordnung. Der steigt dann dreifach an, der fängt weiter unten an und wenn eine gerade weiter oben anfängt und weniger stark steigt und die andere stärker steigt, aber weiter unten anfängt, dann schneiden sie irgendwo. Und das ist der Intermodulationspunkt. Haben Sie den schon mal gehabt? Sagen Sie was, kann ich mir sparen. Oder hilft Ihnen das jetzt hier noch? Ja, weil sonst sie hinterher sind, sie am Meckern, sie haben mal einen Fünfer gehört. Nö? Ja. Gut, vom Intermodulationspunkt, guckt das auf dem nächsten Bild? Nee. Vom Intermodulationspunkt kann ich ja zwei Koordinaten angeben, natürlich. Nämlich hier den IP3 am Eingang, also die Eingangsleistung, die ich brauche, um den Punkt zu erreichen. Oder den IP3 und den O. Upsa. Was sind? Ach Quatsch. Z wollte ich drücken. O. IP3. Beziehungsweise hier schreibe ich nochmal hin. IP3. Was der Zusammenhang, weil ich ja das eine lineare Signal habe, ist natürlich der O. IP3 gleich G plus I. IP3, nicht? Also einfach der Gewinn ist dazwischen, weiter nichts. Welchen gibt man an? Stellen Sie sich vor, Sie sind im Marketing. Es fällt Ihnen vielleicht etwas leichter. Ja, genau. Was sieht besser aus? Hä? Größere Wert sieht besser aus. Das heißt, bei Verstärkung gibt man den OIP3 an. Bei Mischern, die typischerweise eben nicht verstärken, sondern dämpfen, gibt man den Eingangsinterzeptpunkt an. Also muss man nachgucken, welcher jetzt wirklich angegeben ist. Typischerweise gibt man den größeren an, weil es besser aussieht. Okay, stellen Sie mal vor, Sie haben da fünf Verstärker liegen oder sollen drei Verstärker miteinander vergleichen. Der eine, zwei geben den OIP3 an und der nächste gibt den IIP3 an. Da ist die Zahlenwert kleiner, da müssen Sie schon mal genau hingucken, um dann zu sehen, welcher ist denn welcher. Sie müssen es umrechnen. Ne? Und man
typischerweise möchte man sich gut darstellen, also gibt man den größeren Wert an. Das ist, würde ich jetzt sagen, typischerweise wird der größere der beiden Werte angegeben. So, real existierende Messungen hier, habe ich hier mal gezeigt. Leider finde ich, haben Sie das Skript irgendwo auf? Da müsste eigentlich drunter stehen, was wo gemacht ist. Also was mit welcher Eingangsleistung gemacht ist. Wenn Sie genau hingucken, ich mache es mal ein bisschen größer. Hat einer das Skript eigentlich offen? Gibt es da eine Bildunterschrift mit den Werten oder? Nee, gibt es nicht. Also gut. Echt, habe ich das versäumt, ey. Das ist ja Schlawiner. So, wenn ich mir die braune Kurve angucke hier, das ist eine relativ geringe Leistung gewesen, dann sehen Sie da im Intermodulationsprodukt dritter Ordnung hier an der Stelle nichts. Genauso bei der dunkelgrünen. Bei der orangen Kurve, da sehen Sie schon so ein bisschen was, ne? Da kommt was, kommt so langsam was hoch. Was sich dann richtig aufbaut bei der blauen Kurve, So, und jetzt gibt es hier eine dunkelgrüne und eine grüne. Da müssen Sie schon sehr, sehr genau hingucken, damit Sie die hier auch am Eingang unterscheiden können. Da sehen Sie, dass hier die dunkelgrüne und die grüne fast gleich auf sind. Das heißt also, diese Erhöhung, das waren, glaube ich, immer 5 dB Unterschied bei der Eingangsleistung. Diese 5 dB Unterschied in der Eingangsleistung macht nichts mehr in der Ausgangsleistung aus. Das Ding ist also in der Sättigung, da kommt nicht mehr raus einfach. Aber es macht natürlich eine Menge aus, wenn Sie sich angucken, was hier im Interzept in dem IM3 passiert. Und erst recht, wenn Sie sich den IM5 angucken. Also das ist jetzt die fünfte Ordnung, die kann ich natürlich beim real existierenden Gerät nicht wegdiskutieren. Nicht? Also in der Mathematik kann ich immer sagen, dritte Ordnung, Feierabend. Aber wenn ich einen Verstärker habe, dann hat der halt die fünfte. So, fertig. Ne? Oder eben auch hier in der siebten. Das heißt also, so sieht das real aus. Okay, was liegt alles so vor? Ich habe mir mal die verschiedenen Ordnungen aufgeführt, und zwar nicht nur als Ordnung, sondern eben auch wirklich als ganze Zahl, also mit dem Vorzeichen. Mal angenommen, im Endeffekt, Sie kriegen eine Gleichspannung raus. Das könnte passieren zum Beispiel bei einer quadratischen Kennlinie. Und wenn Sie eine quadratische Kennlinie haben und da geben Sie ein Signal drauf, dann haben Sie eben Omega 1 minus Omega 1, das macht sich weg. Oder Omega und Omega 2 minus Omega 2, das macht sich auch weg. Also das ist zwar zweiter Ordnung, was Sie an dem Quadrat, an U1 Quadrat und U2 Quadrat erkennen, aber das ist eine Gleichspannung gewesen. Ne? So, was ist das? Ja gut, das ist ja der DC-Anteil, der mag einen interessieren oder nicht, aber es ist die Leistung. Das ist proportional zu U Quadrat, also proportional zur Leistung. Das würden Sie in einem Leistungsmesser beispielsweise verwenden. Dann nehmen Sie eine quadratische Kennlinie, hauen da die HF drauf und dann macht die HF daraus DC, also die Diode macht aus der HF dann DC, zumindest einen Teil davon. Und das können Sie einfach als Gleichspannung knüpfen. Naja, Multimeter macht man es halt nicht, aber mit so einer Spannungsmessung oder einem AD-Wandler oder so können Sie es einfach detektieren. So. Dann haben wir einfach hier das Signal bei der zweiten Komponente, also bei U2. Das geht da raus. Da gibt es jetzt noch einen zweiten Anteil hier, so einen Richter relativ langen da dran. Auf den möchte ich gleich zu sprechen kommen, aber erst gleich. Jo, dann haben wir was bei der doppelten Frequenz. Das kann einen stören oder man kann es als Doppler verwenden. Sie könnten zum Beispiel aus einem 19 GHz Signal ein 38 GHz Signal machen und daraus ein 76 GHz Signal. So baut man Autoradars. Also könnte man so machen. Ne? Da hat man eben bei 19 GHz ein Signal, das vervierfacht man, also zweimal verdoppeln. Und dann kommt das Signal, das man haben möchte, eben raus. So, an der kubischen Kennlinie können Sie verdreifachen. Okay, dann gibt es dieses Ding, was ich eben diskutiert habe, da, was Sie eigentlich nur stört. Das ist IM3, da gibt es nicht wirklich einen Nutzen für, zumindest wäre mir keiner so jetzt bewusst.
Alles andere sind ja Features und nicht nur Bugs, also das ist wirklich ein Bug. Dann haben Sie die Mischung U1 mit U2, wo also die Frequenz umgesetzt wird, weil nämlich als Ausgangsfrequenz Omega-1 minus Omega-2 rauskommt. Das ist ein Mischer, also Runtermischer. Also Sie setzen um die Frequenz Omega-2 nach unten um. Dasselbe haben Sie nochmal für Signal 1. Dann haben Sie hier 1 und 1. Dann kommt als Ausgangssignal eben Omega-1 plus Omega-2 raus. Das ist ein Mischer nach oben. Dann könnten Sie auch ein Signal U1 umsetzen an dem quadratischen von U2 und an der doppelten Frequenz von U2. Das ist ein sogenannter subharmonischer Mischer. Also Sie würden ein 19 GHz Signal draufgeben, ein 1 GHz Signal als gewolltes, na, nehmen wir mal 100 MHz Signal als Basisband, also als Träger der Information. Und das Ausgangsband würde dann rauskommen bei 38,1 GHz. Weil der Mischer intern aus den 19 schon das Doppelte macht und dann erst die Mischung. Also das ist die Klein-Fritzchen-Vorstellung. Ne? Intern ist es natürlich einfach ein mathematischer Prozess oder ein nicht-linearer Prozess. Und so könnten Sie mit einem 19 GHz-Signal eben um 38 GHz umsetzen. Sogenannter subharmonischer Mischer. Und so haben wir dasselbe nochmal. So, was ist das Problem mit dem, was ich hier eben angezeigt habe? Hier taucht diese Formel nochmal auf. Also Sie können es nachschlagen, aber erinnern Sie sich. Das ist die bei einem Omega-1-Signal, das ist hier. Genau, das ist jetzt ein nichtlineares Signal. Hier ist es ein Strom. Einmal mit der ganz normalen Verstärkung. U1 mal U2. Und das Ganze bei der Frequenz Omega-2 bei der Frequenz Omega-2. So, wenn wir jetzt mal diese Geschichte hier U2 Quadrat wegdiskutieren, weil wir sagen, die ist U2 hoch 3, U2 ist eben dann doch klein oder ist ein kleines Signal, dann können wir das weglassen, dann bleibt ungefähr übrig, was hier steht. Ja, das sieht jetzt so aus, als wenn das ganz wunderbar wäre, weil hier wird U2 letztlich umgesetzt, linear umgesetzt, und zwar mit dem Verstärkungsfaktor A1 plus A3 halbe A3 mal U1 Quadrat. So, was ist das Problem damit? Das ist ja total geil, da macht das U2 noch ein bisschen Verstärkung mit. Quatsch, das U1 macht noch ein bisschen Verstärkung mit. Annahme ist, U1 ist reichlich größer als U2. Was ist das Problem? Unser Zeichner hat 5 Fehler gemacht. Das Problem ist, dass A3 negativ ist. Typischerweise. Das heißt also, es erhöht nicht die Verstärkung, sondern senkt sie. Das ist genau das, was ich gerade hier erfahre. Wenn ich in die Sonne gucke, dann sehe ich nämlich nichts mehr, dann bin ich geblendet. Also es übersteuert einfach meine Augen, und das macht er hier auch. Ne? Es übersteuert, das senkt die Verstärkung des Verstärkers für das gewollte Signal. Damit verstärkt er nicht mehr so gut, damit erblindet er im Prinzip. Wenn Sie das nur groß genug machen, dieses Blockersignal da, dann kommt da nichts mehr von U1 rein, von Omega-2 rein. Also ein Effekt, den man nicht möchte. Blocking, also hier als Blocking jetzt ausgeführt. Man kann das Ganze auch haben als Kreuzmodulation, das ist nämlich das Nächste. Jetzt stellen wir uns mal vor, dieses U1 ist nicht ein Gleichsignal. Das könnte ja, also solange es einfach nur ein Sinus ist, ist es halt so. Aber oft, es könnte ja ein amplitudenmoduliertes Signal sein. Also U1 ist nicht einfach nur konstant U1, sondern irgendwie U1 von t. Also ändert sich irgendwie so ein bisschen. Ne? Dann ist genau diese Änderung von U1 von t eben auch auf dem Ausgangssignal hier, auf dem da zu sehen. Und da möchte man es nicht haben. Das heißt, Sie hören also dann zwangsweise immer SWR1, auch wenn Sie SWR3 eingestellt haben. Das ist halt doof. Also, so einfach ist das nicht, aber so plakativ, ne?
Und das führt letztlich auch zu Kreuzmodulation, so nennt sich das, weil nämlich die Modulation auf dem einen Signal auf dem anderen erscheint. Also genau das, was da eben die Fluktuation auf U1 war, erscheint da plötzlich bei Ihnen auf U2 und da wollen Sie es nicht haben. Also phänomenologisch natürlich übersprechen und so, hier in der Beschreibung Kreuzmodulation. Okay, die Mathematik dazu lassen wir weg. Und dann gucken wir uns noch gerade